Bad Nauheim im Oktober 2014. Ich befinde mich hier in der größten noch zusammenhängenden Jugendstilanlage Europas. Bestehend aus vielen Badehäusern, von denen einige noch aktiv sind. Dort ist das Weihnachtswunder von Bad Nauheim, weil kurz vor Weihnachten im Jahre 1700, keine Ahnung, dieser artesische Brunnen aus der Erde kam. Ihm folgten noch zwei weitere. Dieser rechte kleinere ist der Ludwigsbrunnen. Es handelt sich hierbei um kohlensäurehaltiges Wasser. Das ist sehr gesund für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, äußerlich und innerlich anwendbar. Der Ludwigsbrunnen ist genießbar, der Rest gewöhnungsbedürftig. Überall sieht man Ornamente, die an Wasser erinnern und an die Kohlensäurebläschen. Kohlensäurebläschen. Der Bahnhof und der Schornstein gehört zu der ehemaligen Wäscherei, denn aufgrund der vielen Badehäuser mussten am Tage 9000 Handtücher gewaschen werden. Da oben auch wieder Wasserwellen und Kohlensäurebläschen am Haus und an der Balkonumrandung. Es ist morgens kurz vor 9:30 und deshalb habe ich die Anlage für mich fast.